einheimischen, wo man nicht nein sagen, ich will, also wenn die Kinder am Ort bleiben können oder da bauen können, das ist ja nicht das Problem. Dieses neue Baugebiet Tennersee-Straße, da haben wir gestern die Begründung durchgelesen der Gemeinde, wird zu 25% der Einheimische gebaut und ein großer Teil der Wohnungen, der Gebäude, die da gebaut werden, werden halt durch Zuzug geführt. Wie gesagt, das ist natürlich ein Modell, die kann man jetzt finanzieren. Natürlich, wie kann er gar nicht zwingen als Gemeinde, dass jemand bei mir wohnen kann. Also natürlich könnte man, wenn man da ein bisschen restriktiver vorgeht, den Zuzug lenken. Man kann nicht ganz verhindern, aber man kann zumindest lenken.